Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Heute gibt's Cannelloni. Für die Cannelloni brauchen wir natürlich Nudeln. Das ist ein Viertelrezept aus meinem Video. Wie macht man Nudelteig? Da, Rinderhack. Die Form ist eingeschweißte Ware gewesen, ne? So Vakuum eingeschweißt. Bio-Rinderhack von Herford-Rindern. Klein geschnittenes Gemüse. Ich habe Paprika zweifarbig, Zwiebeln, Zucchini, Käse natürlich. Und dann brauchen wir Tomatensauce. Dann haben wir Möhre, Zwiebeln, Tomatenmark, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Grotte der Provence. Ein bisschen Sahne kommt gleich noch hinzu. Habe ich noch nicht draußen. Und Wasser braucht man natürlich auch ein bisschen. Wir starten mit der Füllung. Das ist mit dem Rinderhack. Pfanne heiß werden lassen und das Hackfleisch rein. Klein machen am besten, da auseinander drücken. Man kann es bei Cannelloni natürlich auch roh reinmachen, aber das sind Röststoffe hier. Das schmeckt einfach viel, viel besser. Ja, mal abreiben schön. Im Moment angebraten ist, dann können wir schon mal unser Gemüse drauf geben. Pfeffern das Ganze schon mal. Und auch das Salz. Ja, wenn das schön durchgebraten ist, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wie ihr seht, ich habe das gerade aus der Pfanne rausgenommen. Ich habe es ein bisschen in die Schüssel umgefüllt. Geben wir nochmal Grotte der Provence hinzu. Einfach damit es ein bisschen kälter wird. Je kälter die Masse ist, je einfacher lässt sie sich gleich verarbeiten. Könnt ihr natürlich auch gut ein, zwei Stunden vorher machen. Natürlich noch besser, ne? Das ich im Video manchmal schlecht zeigen. So. Zwischendurch, unsere Pfanne brät ja noch. Das ist nichts Verbranntes, das sind Reststoffe. Ziehen wir schnell unsere Tomatensoße raus. Momente mit Wasser ablöschen. Koch gleich wieder ein. Geben wir Tomatenmark hinzu. Das muss jetzt erstmal vernünftig durchrösten. Wir spülen das schon mal. Das nehmen wir gleich zum Angießen. Wir wollen nichts vergolden, nichts verschicken. Das röstet jetzt zwischendurch und wir gehen zu unseren Cannelloni. So, wie gesagt, wir haben jetzt hier, ich muss erstmal meine Maschine größte Einstellung drehen. Unser Nudelteig. Den Viertel ist schon mal. Einfach nur wegen dem Handling her. Sonst keine Bewandtnis. So. Könnt ihr jetzt mit dem Nudelteig ausrollen. Ne? Mit dem Nudel. Oder ihr drückt sie einfach ein bisschen. Ihr seht, ihr hört vor allen Dingen, unsere Papageien lieben Nudeln. Dabei sehen die Nudelmaschine gar nicht, aber wir haben darüber gesprochen. Naja, irgendwie merken die das immer. So, durch die grobe Einstellung durch erstmal, ne? Die größte, die ihr habt.
8 oder 6, je nachdem. Ein bisschen unterschiedlich, wie eure Nudelmaschinen sind. Dann jetzt, ich setze es dann auf 3. Muss ich noch? Okay. Ja, muss ich noch mal. Guck mal hier, das ist nicht verbrannt. Das ist an der Grenze. Das ist an der Grenze. Aber das sind die Geschmacksstoffe, die wir haben sollen. Die Grenze zwischen verbrannt und lecker. Die muss man erwischen. Reichlich Salz rein. Pfeffer rein. Kräuter de Provence mit rein. Muss gar nicht mehr großartig kochen. Und die Hitze schon raus. Weil das Ganze ja gleich einmal in den Backofen kommt. Ne? Konsistenz sieht schon ganz gut aus. Kommt gleich die Sahne noch rein. Okay. Und jetzt müssen wir einen kleinen Moment Pause machen, weil ich die Auflaufform vergessen habe. Wie ihr seht, hat sich meine Form angefunden. Da kommt erstmal Olivenöl rein. Und verteilen, damit sich das, damit die Cannelloni gleich nicht anbrennt, ne? Anbacken. So, geht's weiter. Sieht das gut aus. Dann legt ihr euch die Cannelloni hin. Dass ihr ein Ende habt ungefähr. So. Die Füllung. Ist so trocken wie es geht. Manche machen auch ein bisschen Paniermehl da jetzt mit rein. Würde auch gehen. So, Füllung hin. Zurollen. Und mit dem Nudel abschneiden. Zack. Ich zeige das jetzt noch zweimal, damit ihr das seht. Und dann so, Fleisch, Gemüse rein. Wie gesagt, geht natürlich auch mit rohem Hackfleisch, klebt sogar noch besser. Aber der Geschmack, der ist so deutlich besser. Fleisch. So. Ne? Leicht überdrehen. So. Okay, dann sehen wir uns wieder, wenn ich sie alle fertig habe. Gut, und Cannelloni sind fertig. Ne? Ich habe noch ein bisschen Platz in der Auflaufform. Und auch noch ein bisschen Füllung über. Naja. Macht nicht ganz dicht, aber schon okay, so, ne? So, unsere Tomatensoße. Ich finde, Cannelloni soll es gar nicht sein und rahmig. Also machen wir Sahne rein. Das hier ist etwas, das seht ihr immer nur bei Biosahne oder bei ganz frischen Sahne. Der Rahmen hat sich leicht abgesetzt. Das heißt, den müssen wir wieder ein bisschen unterarbeiten. Ist nichts Schlechtes, ne? Ist völlig normal. Ich mache auch nochmal ein paar Kräuter. Ich hatte eben probiert. Ich mache ein bisschen Kräuter der Provence mit rein. Dann reichlich Soße drüber, weil die Nudeln sind roh, ne? Was heißt roh? Das ist nur Mehl und Wasser, aber nicht gegart. Die nehmen natürlich einiges nochmal auf. Und das sollen sie ja auch. Deswegen nicht so sparsam mit der Soße sein. Wenn man wirklich zu viel Soße drin wäre, was nicht schlimm ist. Hat man ein bisschen Baguette oder ein bisschen Chia Butter, wo man es aufsteckt. Ist auch super lecker. So, das sieht gut aus. Reibe Käse drauf.
ab 25 Minuten in den Backofen. Und dann sehen wir uns wieder. Ja, die Cannelloni hatte ich jetzt 30 Minuten drin. Wie ihr seht, brodelt das. Richtig knallheiß hier, ne? Das sieht doch lecker aus, ne? Bon Appetit, wünsche euch euer Biococh.